Servus, und da sind wir auch schon wieder zurück bei Pokémon Strahlender Diamant. Stolos steht, sieht sehr glücklich aus. So, wir haben unseren Lore-Schlüssel bekommen. Wir gehen mal zum Lore und gucken mal, ob da irgendwas am Happenen ist. Die verrostete Tür ist verschlossen. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Möchtest du den Lagerschlüssel verwenden? Ja. Anstatt den einfach zu verwenden. Hey, hey, einen Moment mal. Hast du den Schlüssel? Naja, ist mir auch egal. Unser Lagerschlüssel ist bei... Was? Ach du, Rumgäste, warum den Schlüssel? Oh. Du findest einen Finsterstein. Ich bin jetzt seit 5 Jahren beim Team Galaktik, doch befördert wurde ich kein einziges Mal. Kein einziges Mal. Müssen wir noch einen Schlüssel finden. Nun, was haben wir denn hier? Ein Trainer, der sich verlaufen hat. Oh yeah, ein Trainer, der den Arsch tritt, mein Freund. Grübel von dem Galaktik fordert dich heraus. Grübel von dem Galaktik setzt Golbat ein. Kampf der ersten Generation. Ladungsstoß. Damit ist Golbat Geschichte. Magneton erreicht Level 44. Grübel von der Galaktik wurde besiegt. Du hast die Orientierung verloren, aber den Kampf gewonnen. Das bringt mich auf die Palme. Ich habe die Orientierung nicht verloren. Ich weiß, dass es hier irgendwo weitergeht, deswegen gehen wir hier irgendwo weiter. Fläschchen Zink. Beutel. Das würde keine Wirkung haben. Das würde keine Wirkung haben. Du bist der erste Eindringling, den er es in unsere Hauptquartier geschafft hat. Ja, das kann sein. Das kann sein. Grübel von dem Galaktik fordert dich heraus. Grübel von Galaktik fordert dich Budox ein. Budox! Gegen unser Magneton. Shiny. Ladungsstoß. Das ist nicht sehr effektiv. Ladungsstoß! Grübel von Guyara lässt es eine Bronzel ein. Ein Bronzel. Blink, blink! Donner. Wow. Donner. Wie kann man das verfehlen? Donner. Gegner wurde besiegt. Oh yeah. Levelaufstieg. Grübel von der Galaktik wurde besiegt. Ja, werde aber etwas nicht gleich übermütig. So. Lass doch einen rein.
Ich bin ein Mitglied von Free Galactic, jawohl. Allerdings stehe ich in der Ordnung so weit unten, dass ich nicht mal ein Pokémon habe. Ein Wunder, dass ich mich Rübel nennen darf. Vielleicht habe ich es auch nicht anders verdient. Schließlich weiß ich nicht alle den Jahren noch immer nicht, wie die Teleporter verbunden sind. Was glaubst du, wer du bist? Du kommst hier in reingelatscht und entweicht das unser Hauptquartier. Was? Was entweicht denn? Kacke am Fuß oder was? Rüpelin vom Team Galactic, Charmian. Hello there. Lichtkanone. Oh, Stahl ist Level 15. Rüpelin besiegt. Die Frage war geklärt. Ein zäher Trainer bist du. Das konnte sein. Du findest Themen 79 Siedewasser. Steinhagel will ich behalten, das will ich behalten, das heißt. Oh, eine Eisattacke bei Staulus rein hier. Damit rechnet Kälisch gewein. Ich stehe kurz vor einer Beförderung zum Commander. Ich werde den Boss beeindrucken und dich zu einem Trophäe machen. Rübel von Team Galactic fordert dich heraus. Mit dem Wampel willst du Commander werden? Okay. Welcher nicht du? Ob das so gut ist? Ah, zumindest ist das ja noch ein Pudox. Donner! Warum der immer fehlt, keine Ahnung. Zumindest kann er uns nicht. Ziehstrahl. Oh, verwirrt. Na klasse. Ladungsstoß, los! Zumindest greift er an.
Ja, weil es ist Panacon. Los, Magneton, los! Jawohl! Damit war das auch gegessen, die Geschichte. Sehr schön. So. Xerox erreicht Level 50. Ich wünschte, dies wäre nie geschehen. Ja. Also, für mich gab es Erfahrungen. Für dich, ich weiß nicht, was da war. Nichts Gutes, auf jeden Fall. Was fällt dir ein? Unser Hauptquartier ist ein hochmodernes Gebäude. Du Rotznase solltest deine schmutzigen Finger bei dir behalten. Okay. Forscher, Jarvis, oder? Keine Ahnung. So, Kampf der Generationen. 1, yeah. Kampf. Lichtkanone, so. Sehr gerne Donnerblitz, Donnerblitz für Magneton. So, als nächstes Kadabra. Der Johnny hat aber auch schon mal bessere Tage erlebt, ne? Also, sieht ganz schön knöchern aus. Gesicht. So, auf geht er, Peter. Stolos, erreicht Level 50. Ja, yeah. Bloß noch Absol und Magneton. Magneton. Mit dir und deinen Pokémon hätte ich nicht gerechnet. Ja, rechnet niemand. Mach dir nicht draus. PM 36, Matschbombe. G-Schlüssel, yeah. Dem kann man bestimmt noch kämpfen. Hiermit aktiviert alle Pokémon und die gesamte Natur entfesseln. Und dann werden wir alles beherrschen. Aus rein, Brian. Warum ich hier lang laute? Keine Ahnung. Ich hatte die Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwo noch eine verschlossene Tür finde. Aber dem war nicht so. Weil ist es unsinnlos mit den Teleportern. Ganz ehrlich, wenn du es nicht natürlich schwer machst, dann kannst du auch gleich hier einen Gang hinmachen und so ist. Verschlossene Türen kannst du nur mit einem Spezialschlüssel öffnen. Wäre ich ein Möchtegern-Bösewicht in einer Komödie, würde ich jetzt versehentlich verraten, wo sich der Schlüssel befindet. Doch erstens ist das hier keine Komödie und zweitens bin ich selbst kein Blassenschirm. Habe ich selbst kein Blassenschirm? Ah, brauchst du nicht, haben wir schon. Manche Leute werden nie den Sinn hinter unseren Handlungen verstehen. Nope. Du verstehst Team Galactic auch nicht. Wieso widersetzt du dich uns dann? Weil ich euch nicht verstehe. Deswegen. Würde ich euch verstehen, würde ich mich trotzdem widersetzen. So. Skunkabu. Magneton. Komm. Lichtkanone. Damit ist Skunkabu dem Ende noch.
Rüble von dem Galaktik wurde besiegt. Ich kann weder verstehen, wieso du so stark bist, noch den Kampf gerade in sich. Den verstehe ich auch nicht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Hätte ich mal beendet. Hallo, mein Training, mein Recht. Förmlich, dass mit dir etwas nicht stimmt. Ich bin freundlich. Ist der Freund oder Feind? Rüben von der Galaktik fordert dich heraus. Rüben von der Galaktik setzt Bronzel ein. So, Bronzel, jetzt wirst du erstmal gekillt. Komm. Donner! Damit ist Bronzel dem Ende nah. So, Hübel ist das ganz kaputt ein. Das ist mal klar, meine Lichtkanone hinterher. Das Gankabu. Beutel, nee, Kamm. Lichtkanönchen. In dein Gesicht, Bitch. Du gewinnst. Ich hab vergessen es vorzulesen. Ich hab wieder zu schnell gedrückt. Damit würde ich sagen, jetzt wirklich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal und ciao. Mit V. Tüdelü.